Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Hof Bergmann zusammen mit dem Alex. Moin. Hallo, morgen. Also mein Plan ist jetzt erstmal, dass ich jetzt zur Wiese 16 fahre und da schon mal anfange zu mähen. Was machst du jetzt? Genau, ich werde jetzt zum Händler fahren und den Anhänger holen, den wir in der letzten Folge gekauft haben. Genau. Und anschließend werde ich dann gleich einsammeln hinter dir nach. Ah, okay, perfekt. Jetzt muss ich mal gucken, welche Richtung ich fahren muss. Beziehungsweise müsste man fast die Silage zuerst noch verkaufen. Oder ich schmeiße mal einen Ladewagen in die Heutrocknung, dann haben wir Heu auch gleich. Obwohl, wir haben ja hier einen Kipper stehen, ne? Ja, den kleinen, oder? Stimmt, ja. Stimmt, einer ist ja dabei. Den können wir gleich noch mit Silage befüllen, falls das passt. Falls das passt, können wir es gleich noch mit Silage füllen und den verkaufen gehen. Ja, sonst fahre ich mal ein, zwei Fuhren verkaufen. Genau. So, ich habe mich jetzt wieder total verfahren, aber jetzt bin ich hier. Perfekt. Man kennt ihn. So, hinten wird erstmal runtergefahren. Muss ich mal wechseln. So, jetzt ist. Schönes Leck. Ein Leck? So, einmal die Kopf nach vorne und wieder zurück. Oh oh. Ah, bei mir geht's einigermaßen. Der Ping ist eigentlich nicht so schlecht, aber. Ja, ist der jetzt schon unten? Nee. Ich bin auf der Hof Bergmann gerade zum zweiten Mal mit der ersten Aufnahme sozusagen. Deswegen muss ich mich noch ein bisschen zurechtfinden. Ja, ist ja kein Problem. Neue Karte ist immer eine Herausforderung. Hilft nichts. So, ich fange mal an zu nehmen. Der zweite Hänger, der steht. Wenn man vom Hof rausfährt, direkt hier die Scheune. Ah, okay, weiß schon, ja. Die Schwartablage ist übrigens noch an gewesen. Okay. Passt dann. Okay. Soll ich gleich mit dem Ladewagen fahren oder willst du die Ladung die ganze Folge verkaufen? Ah, die ganze Folge nicht. Nee, den können wir gleich abrechnen. Genau. Ich weiß nicht. Also Gras habe ich schon mal abgemäht, aber noch nicht angesehen. Muss man das bestimmt noch mal ansehen dann, ne? Nein. Wächst von selber wieder nach. Achso. Also Gras wächst immer von selber wieder nach. Okay. Nur was wir uns halt überlegen könnten, ob wir das nicht pflügen, die Wiese, also die Wiese 16 in diesem Fall, ob wir nicht auch Klee ansehen würden. Ja, ist halt effektiver, ne? Ja, genau. Der Ertrag viel höher. Aber da müssen wir halt einen finden, der das freiwillig macht. Ja, das Pflügen ist nicht so unbedingt. Oder so, dann können wir das halt nicht machen. Könnte man zum Beispiel auch machen, ja. Da müssen wir halt gucken, wenn wir Zeit haben. Oder ob wir das, wenn wir Livestream irgendwie alleine machen, falls der andere keinen hat. Aber das müssen wir nochmal irgendwie absprechen. Also. Ja, genau. Erstmal bin ich wahrscheinlich diese Folge damit beschäftigt, zu nähen, wahrscheinlich. Mhm. Weil das ist schon eine relativ große Wiese, die hier. 16er ist relativ gut. Ja. Okay, ich kann den zweiten Anhänger nicht anhängen. Dann halt nicht. Der Kugelkopf wahrscheinlich. Genau. Ah, ist ja klar. Gut. Oh, Baum. Da sind wir überall Bäume, ne? Ja. Ich glaube, in diesem Projekt werde ich, glaube ich, nichts mit Forst machen, glaube ich. Es bietet sich, glaube ich, auch nicht wirklich an auf dieser Karte. Nee. Meine, es gibt schon ein bisschen. Links unten zum Beispiel ist ein Forstgebiet, aber. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht. So. Gut, jetzt werde ich. Ich habe überlegt, dass wir vielleicht Enten und Hühner kaufen. Genau. Dann müsst ihr ja nochmal helfen. Ja. Sagst du einfach Bescheid, wenn du am Hof bist. Ich bin gerade wahrscheinlich. Ich bin am Hof, aber halt in der Nähe nur, ne? Okay. So, ich werde jetzt mal einen Hänger füllen. Ja. Mit Silage. Silage, genau.
Packst du das Gras nachher in den Fermentierer rein oder zum Fermentierer? Naja, das Problem ist, wir müssen den Fermentierer zuerst ausleeren. Ah, okay. Oder, weil sonst ist die Kapazität relativ. Ja. Ja. Sonst bekommen wir nur einen Ladewagen rein und das bringt natürlich nicht viel. Aber was wir machen könnten, ist, dass wir mal einen Ladewagen in die Heutrocknung schmeißen. In die Heutrocknung, ja. Wo steht denn die? Die ist hier gegenüber vom Fermentierer. Ah, okay. Dann haben wir auch gleich mal, weiß ich nicht, 50.000 oder so, was der Krone Kapazität hat. Wohl. Ja. Wäre sicher auch ein Vorteil. Das würde ich dann mal ausprobieren, ja. Beziehungsweise auch verkaufen. Pferdehof nimmt gerne Heu ab hier auf der Karte. Ja. Also das ist auch schon mal gut zu wissen, dann, ne? Mhm. So. Ist der Preis denn relativ gut? Oh, ist nicht relativ. Guck mal schnell. Sind wir bei 158 Euro. Ja. Ja, ja, da wird bestimmt auf diesem Feld einiges zusammenkommen. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich grüße jetzt Richtung Viehhändler. Ja. Können wir mal einen Hänger verkaufen? Okay. Der Silage machst du jetzt, ne? Genau, Silage. So, Allrad schalten wir aus, braucht man nicht. Der Straßenbad. Ja, ich mache erstmal wieder zwei Folgen, ne? Dann kann ich gleich kein gleich hoch und runter machen. Beziehungsweise vorgewendet ist das Ganze. So. Jetzt werden wir da den Feldweg rüberfahren. Ja, perfekt. Ja, wenn ich so ein bisschen Gras übrig lasse, ist ja nicht so schlimm, ne? Nein. Also in den Kurven, da kriegt man nicht alles mit. Ja. Das ist so relativ ein bisschen blöd eigentlich. Mit der Riesenfläche. Ja. Ist das egal, glaube ich. Ich bin mal gespannt, ob wir das alles in Ladewagen kriegen. Also mehr als eine Tour müssen wir hier auf jeden Fall fahren. Ja, ich glaube 3 Ladewagen voll ungefähr. In großen Krone. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Sitz wir davon in der Heutrocknung machen und wie viel für Silage. Ja, im Prinzip reicht ja mal ein Hänger voll für die Heutrocknung. Ja. Das ist doch krass. So, der Abladepunkt müsste hier sein. Genau, perfekt. Es kommt Geld. Es kommt Geld. Ja. Ja, zu Anfang ist das wohl schon. Ja, sicher. Voila. Ja, stimmt, unten rechts, unten links kann man ja auch erkennen, wie viel Prozent du noch drin hast, ne? Genau. Ja. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dass wir hier auf Mittel spielen. Auf Mittel? Okay. Genau. Ich glaube, dann sind die Preise noch etwas besser, oder? Ja, weil sonst bekommst du über 2000 pro, weiß ich nicht, beim Feuerbrunnen oder so. Und ich bin eigentlich immer auf Mittel. Ja, ich auch. Also ich glaube, das YouTube-Projekt, was ich jetzt auf der 13 hochmache, ist glaube ich auch live. Aber. Okay. Ja, die Geiselsberg, wie es bei mir ist, spiele ich auch auf leicht. Glaube ich. Aber nur, ja. Vielleicht bringe ich diese Pferde mal auch im Singleplayer, das muss ich mal gucken. So. Na gut, du hast schon recht, Crossplay ist halt nicht so, wenn das im Singleplayer ohne schon ein bisschen wird. Naja, sicher. Nein, also ich nutze ja Crossplay hauptsächlich für die Straßenfahrten und für die Feldarbeit, ne? Genau. Wenn du jetzt alles selber machst, bringst du gar nichts weiter. Nee, das bringt halt nichts. Dann arbeitest du richtig viel und passiert trotzdem nichts. Genau. Das wird dann halt.
kann man überhaupt keine Felder fahren? Natürlich. Hochzerstörung ist ja aus. Ach so. Jetzt werde ich nochmal meine Lenkung einstellen. Das ist halt so, ich werde mir jetzt gleich mal den Ladewagen schnappen. Ja. Bitte beschwer dich nicht, wie ich das gefahren habe. Kein Problem. Ich habe mir richtig gegeben. Das Wichtigste. Bitte. So, den Hänger werden wir hier dabei unter den Unterstand stellen. Dann packst du den dahin, wo der andere Kipper auch stand, oder? Ich würde ihm eigentlich beim Drescher dort oder beim Grupper unterstellen. Ja. Den anderen werde ich dann auch mal holen und rüberstellen. Ja. Oder? Ein bisschen muss ich noch hier bei der Wiese, aber. Ja. Der ging jetzt doch eigentlich schneller als vermutet. Deswegen. Ja, ich bin halt immer noch dabei, aber. Ja. Gut, dann holen wir uns den Ladewagen. Genau. Ja. Was sagst du generell zur Karte? Ich spiele heute die Karte halt zum ersten Mal und der erste Eindruck gefällt mir sehr gut. Also ich habe die halt bis jetzt nur auf YouTube gesehen, bei anderen YouTubern. Mhm. Und die gefällt mir eigentlich bis jetzt recht gut, besonders halt so im Multiplayer, ne? Ja. Du spielst sie halt schon etwas länger, ne? Ja, seit Anfang an. Also seit 1.0 im Prinzip. Was hat sich denn beim neuesten Update so getan? Naja, das ist jetzt schwierig. Ja, schon ein paar Sachen. Im Hofland sind zum Beispiel mehr Verkaufsfläche gekommen. Okay. Bei den Entenstall die Glasscheibe neu. Das sind so kleine Details. Ja, oben beim Kuhstall ist der Lelle-Automat reingekommen. Ah, stimmt, das habe ich. Oh, ich weiß aber nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe. Bei irgendeinem habe ich das auch gesehen, dass es in den Kuhstall da reinkommt. Dann gibt es den mobilen Kompostierer und Düngerhersteller. Also es sind schon ein paar coole Features dazugekommen. Ja. Und ich finde auch so Kleinigkeiten sind dann halt ausschlaggebend. Ne? Genau. Das ist wichtig, für mich immer wichtig, dass die Karte ständig erweitert oder ständig ein Update kommt. Da muss man halt immer aufpassen mit dem Safe Game. Dass das so. Ja, gut, das ist meistens ein bisschen Arbeit, aber. Nehmen wir was auf, ja. Gut. Machen wir mal die Klappe auf. Ja, die Wiese ist doch echt sehr groß. Also. Ja. Aber deswegen dann hat man auch einfach ein bisschen Gras oder dann vielleicht ein bisschen Heu. Genau. Bist du schon gerade dabei? Genau. Ja, ich habe gerade angefangen, genau. Ja. Genau. Eben. Sag ich mal, wo bist du? Ah, du kommst zu mir. Ja, und da drüben ist ja auch noch eine Kuhweide, eine große. Genau. So hinter dem Maisfeld. Ja. Da ist ja auch, glaube ich, ein riesengroßer Feldstand dazugekommen. Okay. Ja, den muss man sich aber erst dann kaufen, ne? Genau. Du musst sowieso die Kuhweide kaufen und den Melkstand. Weiß ich jetzt nicht. Aber was auf alle Fälle oben bei der Gemüseplantage, die hat sich auch irrsinnig geändert, dass ich es rausbringe. Ja, manchmal hat man sowas. Ja, das ist. Genau, da fällt es einfach runter, was man sagen wollte. Einfach so. Zweiten Ladewagen haben wir nicht, ne? Nö, leider nicht. Aber bergauf musste Johnny auch kämpfen, im Großen. Ja, könnten wir uns vielleicht trotzdem einen kleineren holen. Ja, mal gucken. Ja. Ich weiß nicht, war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja gut, jetzt hast du auch noch was hinten drin. Wie viel Prozent hast du jetzt? 35 steht an. Genau. Bei 35% fahre ich schon mit 11 km/h im Berg hoch.
Ja, aber einen stärkeren Trecker haben wir auch gar nicht. Nee. Also der John Deere und der Fendt sind ungefähr gleich stark. Ja, das könnte ungefähr klappen, ja. So, ich glaube. Ah ne, da ist noch ein bisschen weiter. Na gut. Dann würde ich sagen, danke euch fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und schaut natürlich beim Vero vorbei. Ciao. Ciao.